Wie Cam, sagst du, was wir machen? Boah, ich habe den mies gefeiert. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal Surlot. Ich glaube, Surlot ist nämlich krass. Ich glaube, er ist krass. Digga, ich bin gespannt auf Surlot, ne? Ich habe richtig Bock auf den. Wollen wir ein Icon Pick machen? Jetzt? Könntest du beide Icon Picks machen? Soll ich direkt beide machen? Komm, wir machen direkt zwei, weil es euch. Wobei, ne, ich mache eins jetzt und eins nach der WL. Ey, Dings, Footy. Ach du Scheiße. Chat, Footy. Premium sogar. Glaube ich. Oh, Sancho. Krass. 84 mal 10, Sancho ist gut. Also bei mir ist aktuell mal... Wieder Footy? Ne, das ist kein Footy. Oder? Doch, das ist wieder ein Premium Footy. Ey, wieder Sancho. Das ist jetzt Cap, Digga. Fühlen wir Roulette? Doppelroulette? Ich sage Netwett. Netwett wäre krass. Würde ich mich auch nochmal freuen, glaube ich. Stop the Cap. So, ihr seht nichts. Ich drehe mich ganz kurz um. Ich öffne kurz mal die Packs. Wir fangen an mit Bulgarien. Ich habe echt kein Roulette gemacht dieses Jahr. Kann das sein? Bulgarien ist es schon mal nicht. Dänemark, bitte kein Schmeich. Ja, da fängt jetzt schon der Spaß an. Also Schmeich ist schon mal dabei. Aber Schmeich hat auch gutes Rating, oder? Also gutes Dings da, Bums da hier. Kostet doch ein bisschen was. Wir machen weiter. Elfenbeinküste. Das ist jetzt lustig gewesen. Schönes Roulette dann. Finnland hat nicht. Ghana hat. Ich bin was verpeilt. Ich muss aufpassen. Kroatien, Zucker. Ein Glück, den hatte ich schon. Mexiko, maybe? Nee. Best? Nee. Keen? Nee. Rumänien? Nee. Russland? Nee. Hä? Was passiert hier? Wo ist meine Icon? Douglas? Nee. Schade. Eto? Nee. Wait a minute. Eto? Serbien? Nein. Vidic. Oh. Okay. Tschechisch-Republik? Nein, nein, nein. Boah, hätte ich nicht das bekommen, ne? Ukraine, Ungarn, Puskas. Schade. Okay, das war's. USA vielleicht noch? Wales? Ne. Wir machen weiter, Top 9 Nation. Argentinien einfach mal schnell weg. Okay, Spanien. Okay, haben wir schon beide? Portugal? Okay. Italien? Ja, das war das Icon-Roulette, meine Freunde. Deswegen mache ich keine Icon-Roulettes, weil Icon-Roulettes implizieren immer, dass man so Glück hat. Am Ende hat man aber kein Glück. Okay, let's go, Gabo, komm. Lass es dir nicht wegnehmen. Okay, 90er Benze. Ui, Footies aus dem 500 Plus, die habe ich auch noch nicht gesehen. Mal sehen, wie die drei Picks sind. Bin ich mal gespannt. Hadi Gabo. Erster Pick. Ja, und weiter geht's. Nächster Pick. Ferran Torres. Wow, Paul. 99er de Paul. Erst jetzt gesehen einfach. Einfach 99er gezogen. Wie viel kostet der? 1 Million. GG's. Okay, jetzt noch Mbappé. Lo Celso auch noch. Okay, krass. Auf Ernst, stabile Rewards. Das Pack war bei mir irgendwie mal gut. Also nicht immer, aber manchmal. Aha, Footies. Es ist ein Team of the Tournament. Bruno Fernandes, schade. Gabo, danke fürs Öffnen hier. Und wir bekommen leider nichts. Also diese 85 Plus-Picks sind der größte Müll aller Zeiten. Wir gehen rein. Vielen Dank, verabschiede mich mal. Wie jetzt schon? Warte mal. Ich glaube irgendwie, die verarschen mich mit Rewards, ne? Die gönnen einfach nicht. Also wirklich, die gönnen nicht. Jetzt kriege ich hier auch noch zwei Torhüter im Pick. 1 von 5 und ich ziehe 5,95er. Wir gehen rein, 95 mal 3. Das wird auch wieder nichts werden, glaube ich. Sagen, also Rewards habe ich mir echt besser vorgestellt, ja. Bin schon enttäuscht. Das Team of Copa America jetzt, ne, was ich bekomme.
Alter, mach mal bitte daraus ein Clip. Das ist ja geisteskrank. So, jetzt Review kurz. Also, Sirlock, 21 Spiel, 22 Uhr, 14 Uhr. Guck mal, Leute. Er ist gut. Okay, er ist gut. Ich finde ihn aber nicht besser als Vekos, Rossilu oder Haaland, so die in seinem Style sind. Trotzdem ist er sehr gut und er ist sehr günstig. Deswegen, wenn ich jetzt von einer 1 bis 10 ranken müsste, würde ich trotzdem wahrscheinlich mit so einer 9 gehen. Weil er ist schon echt ein stabiler Stürmer. So. Man macht auf jeden Fall nichts falsch. So, dann Loftus-Cheek. Sehr, sehr überraschend gut. Also, sehr präsent im Mittelfeld. Geht viel mit nach vorne, geht viel mit nach hinten, ist irgendwie überall. 4-Sterne-Skills, 5-Sterne-Weakfoot ist riesig. Plus hat alle Pass-Playstyles und Longball in Gold, Abfang in Gold. Also er hat sehr geile Playstyles. Wer Loftus-Cheek nicht macht, sorry, aber der ist dumm. So beide muss man eigentlich machen. Der kostet 60k, der kostet 85k. Also wer die nicht macht, das, dem geht echt nicht gut. Ja, du kannst rein, Prado. Zidane Future Star, einfach so, shit, entspannt. Und Sancho halt, ne? 200k kostet der. Oh, warte, da war doch, ey, da war eine Icon. Parisi noch. Ah, ja, Mülleimer. Ah, jetzt kommt's. Ja, das war's mit euch. Das war's mit euch. Future Star Mbappé. Das war's mit euch. Ey, voll der krasse Pick. So, wir gehen rein. Zwei Specials schon mal. Merke, du warst bei mir klar, dass du wieder falsch denkst. 5 Special Cards. Weiter. 8 Special Cards. Aha, sieht nicht gut aus. Schon 8 Stück, Digga. 9, 10, 11. Zwölf, 13 Special Cards. Hätte ich nicht gedacht, Chat. Also 96 Physis. Oha. Offensiv ja mit 96 Physis. Hä? Haaland. Borja, ja, stark. Torwart, auch nice. Aha. Mülleimer. Modric. Guck mal, die Picks, ne? Valverde. Ey. Picks, oh mein Gott. Aua, Digga. 89 Physis. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich mach gar nichts mehr, Digga. Nein, nein, ich werd verarscht. Ich werd verarscht hier. Nein, nein, also 100% werde ich verarscht. Ey, ich hab Angst. Aber was geht jetzt ab? Ey, wer ist... Ne, was war's, Chat? Aufgeben. Marquinhos war in jedem Pick. Aha. Italiano, Torwart, Donnarumma. Warte mal, Donnarumma und ein Footy oder wie? Trailblazer. Trailblazer Son, Bruder, zu einer gewissen Zeit wäre das krank. So, Wette ist durch, wir gehen rein. Also, Ter Stegen als erster hört sich schon mal nicht so top an. Aber es ist ein Team of the Tournament, warte mal. Lobotka. Also Chat, ich glaube, das war, also da müssen wir uns schnell erholen, Chat. Da müssen wir schnell nach vorne schauen. Wir müssen schnell nach vorne schauen bei diesen Picks. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.